Kriegst du die Anlage hin bis heute Abend? Verfickte Scheiße! Na toll! Wir haben eine Bar ohne Musik! Sag mal, wie inkompetent bist du eigentlich? Was für ein Mann ist zu dumm, eine Musikanlage zu reparieren? Halt du dich da raus und putz weiter. Ich krieg das schon hin. Einen Scheiß kriegst du hin. Das können die 15-jährigen Mädchen, die hierher kommen, besser als du. Das könnte ich besser als du. Ja, nur leider gehört diese Bar nicht dir, sondern mir. Und deshalb bist du diejenige, die diesen Tresen putzt und ich derjenige, der die Anlage repariert. Der versucht, die Anlage zu reparieren. Morgen. Verdammt nochmal, mit wem glaubst du, dass du hier eigentlich sprichst? Wenn ich nicht gewesen wäre, wärst du im besten Fall eine Putzfrau in irgendeiner Ghetto-Schule geworden. Ist Alex da? Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt eine anerkannte Theaterschauspielerin. Aber nein, ich bin ja zu dumm und lass mich von dir schwängern. Schon gut. Ich gehe selbst nachsehen. Du bist nicht wegen Alex keine berühmte Schauspielerin geworden, sondern du bist deshalb keine berühmte Schauspielerin geworden, weil du einfach kein Talent hast. Ich habe sehr viel Talent. Immerhin habe ich fast 20 Jahre lang in der Öffentlichkeit so getan. Es würde... Es ist 23:30. Warum hast du mich aufgeweckt? Weil du, als wir gestern telefoniert haben, gesagt hast, komm doch mal rüber. Worauf ich gefragt habe, wann denn? Und du gesagt hast, so gegen 23:30. Und jetzt ist es 23:30. Und ich warte sicher nicht bei deinen Eltern unten, bis du aufgestanden bist. Die zwei bringen sich noch um. Streiten sie? Ja. Worüber? Über die gewöhnliche, du hast mein Leben zerstört, Thematik. Das war einer von den Leuten von Darwins Nachtclub. Ich weiß nicht. Mir kam er nicht bekannt vor. Wer sollte meinen Vater denn sonst umbringen lassen, Fei? Keine Ahnung, vielleicht war es nur ein Überfall. Ich würde mal mit deiner Mutter reden. Ich weiß nicht, wer das war. Woher soll ich das wissen? Jetzt reg dich nicht so auf. Er war ohnehin schon alt und nutzlos. Jetzt gehört die Bar dir. Ein schönes Ende. So, und jetzt schafft den Leichnam weg, Jungs, damit ich das Blut aufwischen kann. Na hopp, wir sperren um 6 auf. Darwin! Darwin, beweg deinen Arsch hier runter! Was willst du? Es ist gerade mal 1:30. Ich hoffe, dir ist klar, dass du mich geweckt hast. Mörder! Was? Hast du Alex Vater umbringen lassen? Philipp ist tot? Du verlogener Mistkerl! Ich bring dich um! Ganz ruhig! Vielleicht war es jemand anderer. Wer sollte es sonst gewesen sein? Deine Mutter. Meine Mutter würde nie jemanden töten. Deine Mutter ist die verdammte Mörderin, nicht ich! Sie hat doch schon gedroht, ihn umzubringen, seit sie mit dir schwanger war. Du wagst es, meinen Vater zu töten und meine Mutter zu beschuldigen. Komm runter oder ich komm rauf zu dir! War er das? Ja, wahrscheinlich. Fuck. Und du glaubst wirklich, Roxane weiß, wo Darwin steckt? Könntest du nicht vielleicht noch irgendjemand anderen fragen? Seine Ehefrau oder so? Es wäre schön, wenn ihr euch einmal vertragen könntet. Für mich. Lexi! Roxy! Ich warte euch vorne auf der Bushaltestelle.
Alex, woher soll ich wissen, wo mein verfickter Onkel ist? Glaubst du echt, er kommt vorher zu mir und klärt das mit mir ab, wenn er fliehen muss, nur weil er irgendwelche Konkurrenz-Barbesitzer abknallen lässt? Lexi, mein Onkel und ich, wir reden nicht miteinander. Hilfst du mir ihn suchen? Na klar. Cool. Tee? Nein, danke. Ich habe den Scheiß-Tee jetzt extra für dich gemacht, also trink ihn jetzt auch. Ich gehe mich umziehen. Also so wie ich meinen Onkel kenne, wird er versuchen, Verstärkung zu bekommen. Und wie ich ihn kenne, wird ihm das auch gelingen, weil er verdammt viel Einfluss hat. Ich denke, er wird nach Osten fliehen zu Matze und seinen Leuten. Ja, verarsch mich ruhig, fei. Aber ohne mich würdet ihr noch immer vor Darwins Bar sitzen und darauf warten, dass er zurückkommt, weil er sein Handy vergessen hat. Ja, natürlich. Ohne dich wären wir so verloren. Hier nur so ein Tussi. Schwuchtel. Könntet ihr bitte aufhören, meine Eltern nachzuahmen? Danke. Hey, sie hat mich gezwickt. Das war nicht ich, das waren deine Läuse. Wie lange dauert diese Fahrt? 3 Stunden bei wenig Verkehr. Super.